Yo, servus Leute, was geht ab? Kamot ist wieder weg. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich hier raus ein YouTube-Video machen werde. Ich nehme trotzdem mal spontan ein paar Szenen auf. Und zwar haben wir hier so einen neuen Spot entdeckt, wo man draußen trainieren kann. Hier ein bisschen Ghetto-Workout, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier ein paar Clips eigentlich für Instagram und guck mir mal, ob wir das auf YouTube hochladen. Wenn, dann wird es ein kurzes Video, weil ich habe nicht so viel Zeit heute, aber vielleicht nehme ich noch später was auf. Wir gehen danach noch ins Schwimmbad ein bisschen und ja, schauen wir dann mal. Let's go! Und vor jedem Training nicht vergessen, immer aufwärmen, immer schön aufwärmen, Jungs! Alter, das was für ein Wetter, Alter. Schaut euch das mal an. Okay, wir haben auch gerade hier mittags, ich glaube 15 Uhr ungefähr. Ja, Mann, was will man Besseres? Hier kostenloses Training draußen, kein Fitnessstudio, keine Kosten. Und man hat noch Sonne. Kostenloses Solarium ist auch noch dabei. All inclusive. Fehlt nur noch so ein kleiner Brunnen mit Wasser. Dann wäre es perfekt. Aber ja. Nutzt die Sachen, die draußen sind. Wenn wir schon sowas haben. Gut. Fangen wir auch mal an, würde ich sagen. Ja, guckt mal, Leute. Guckt mal, Leute, was ich zu Hause in der Schublade irgendwo in der Ecke gefunden habe. Damit höre ich gerade Musik. Hier. Oldschool MP3 Player. Beste Dinger, ich weiß nicht, der Akku hält irgendwie gefühlt einen Monat. Und ja, geil einfach, geiles Feeling. Ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt, die jüngere Generation. MP3-Player, Musik drauf machen. Geil. Klein, praktisch, fein, stört nicht im Training. Scheißegal, wenn es runterfällt, die Dinger sind stabil. Okay. Plus, guckt euch das an. Einen Moment. Hier, plus USB-Stick-Funktion. Ist immer mehr. So, natürlich will ich auch ein bisschen braun werden, deswegen habe ich das T-Shirt ausgezogen. Legen wir mal los. Machen wir erstmal ein paar Muscle-Ups. Leider muss ich vom Boden aus filmen. Ich hoffe, man sieht doch irgendwas. Weil ich jetzt so viel Zeit habe, mache ich erstmal mein Workout. Das sind erstmal ein paar Übungen, die ich aus dem Internet rausgeschrieben habe. Und nach dem Workout, also nach meinem Workout, wenn ich fertig bin mit dem Training, werde ich noch ein paar einzelne Übungen abfilmen für Instagram, wenn auch dann die Power da ist. Ich hoffe mal schon. Ich dachte mal, eine Routine von meinem Workout kann man mal aufnehmen, wenn man das sieht. Also wir testen das jetzt mal. Ich hoffe, das sieht man. Aber das ist jetzt eine Routine. Here we go! So, das wäre jetzt eine Routine. Und davon machen wir jetzt noch vier. Puh. Oh. Tut
total anstrengend, gerade auch in dieser Sonne. Deswegen, Leute, immer viel trinken. Niemals unterschätzen, also trinkt immer viel. Die Routine haben wir hinter uns. Und jetzt seht ihr noch ein paar Zwischenszenen. Einfach ganz normale Übungen. Und ja. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ich glaube, das reicht erstmal. Geh mal ins Schwimmbad, filmen wir dann weiter. Spotwechsel. So schnell sind wir auch im Schwimmbad. Hier ein kurzer Ausblick. Sehr gut. El Phoenix ist auch hier irgendwo. Den treffen wir gleich. Alles gut, Geld. Was geht, Max? Was geht? Was? So, El Phoenix ist auch da. Was geht, Leute? Gehen wir ein bisschen gemütlich schwimmen, ein paar Bahnen oder irgendwas, ein bisschen entspannen. Irgendwas Lustiges passiert, halt die Kamera drauf. Wir sehen uns. So, was geht ab? Chillen dort hier ein bisschen, genießen die Sonne. Was macht ihr bei dem Wetter eigentlich? So aus der Kanone geschossen. Was macht ihr? Was macht ihr bei dem Wetter? Ja, Mann, gerade waren wir ein bisschen im Wasser. Und ja, keine Ahnung, was man hier aufnehmen kann. Nicht viel los. Mal schauen. Schwimmbad sind wir auch fertig. Gehen wir jetzt nach Hause. El Phoenix auch am Start. So, zu Hause angekommen. Jetzt machen wir uns was zu essen. Und zwar mache ich mir jetzt einen Salat. Hier ein ganz normaler Salat. Was dazu kommt, ist eine Paprika, eine Zwiebel, drei Salattomaten, eine Jalapeno und ein Stück Gurke. Wird noch alles klein geschnitten. Und da reingetan. Und stimmt, noch Schafskäse kommt noch dazu. Thunfisch in eigenem Saft für die Proteine. Und ja, so Hähnchenbrust, also Putenbrust oder Hähnchenbrust, was ist denn das? Ich glaube Putenbrustscheiben kommen auch noch dazu ein paar. Den Dressing werde ich auch noch gleich machen, den zeige ich auch dann gleich, wie ich den zubereite. Und ja, das ist das ganze Wunder. So, das Gemüse habe ich schon klein geschnitten. Schon zum Salat dazu getan. Bei den Zwiebeln und Jalapenos, die brate ich noch gerne immer ein bisschen an, deswegen werden die noch ein bisschen gedunstet, ein bisschen angebraten, bevor sie in den Salat reinkommen. Und ja, das gleiche machen wir auch mit der Putenbrust. Jetzt machen wir jetzt noch den Thunfisch rein und noch ein bisschen Schafskäse. So, das haben wir jetzt fertig gedunstet. Das kommt jetzt auch da rein. So, die fertigen Zwiebeln sind jetzt auch im Salat. So, das kommt auch noch mal rein. Zack. Boah, wie sieht das aus, Alter? Kein Spaß mehr. Puh, Feierabend. Okay. Jetzt noch zum Dressing. Der ist ganz einfach. Meistens benutze ich hier diesen Gartenkräuter. Und das kommt jetzt erstmal so in den Shaker rein. So, warte, wie machen wir das am besten? Ein bisschen gleich hier so aufstellen. Sieht man das? Okay. Dann lassen wir die ganze Packung hier rein. Das Ganze steht 5 Esslöffel Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 2 Esslöffel Olivenöl. 1, 2,
ein Schuss von diesem Mazzetti. Ein Schuss heißt ungefähr ein halber Esslöffel. Ungefähr so. Und die letzte Zutat zum Dressing ist Rama Cream Fine. Auch besser bekannt als Schlagsahne. Die Low-Fat-Variante, oder? 7% Fett. Und davon kommt ein Schuss rein. So. Das Ganze verrühren wir jetzt und geben das dann zum Salat dazu. Oh, ich hab so Hunger, Leute, Alter, das ist kein Spaß mehr. Ja, und zum Salat, wie gesagt, ihr könnt eure eigenen Kreationen probieren, ihr könnt alles Mögliche reinmachen, was ihr wollt. Rüber damit. So, jetzt noch gut verrühren. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Wir sehen uns gleich. Voila, so sieht das Ganze fertig aus. Boah, einfach nur geil. Was Spaß. Dann würde ich sagen, guten Appetit wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Spot. So, was geht ab? Krembo ist auch da. Was geht? Ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause, waren jetzt in der Shisha-Bar, ein bisschen chille. Ich habe jetzt da keine Aufnahmen gemacht, weil Familienangehörige auch von El Phoenix da waren und da wollte ich jetzt die Kamera nicht auspacken. Und ja, war ein chilliger Abend, war angenehm, schöne Atmosphäre und ja, jetzt geht's nach Hause. Wir sind mal wieder zu Hause. Zum Abschluss gibt's noch ein bisschen Melone und einen Tee. Hiermit beende ich auch dann das Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bleibt immer stabil. Wildfire getaway.